Come on! Hallöchen und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von den Forge Modding Tutorials. Immer noch in nur HD, weil ich das jetzt einfach für das ganze für die ganze nächste Woche aufnehme. Sprich, noch das nächste Tutorial und dann wahrscheinlich nochmal das nächste. Das müsste dann Samstag kommen, das müsste dienstags kommen. Ja, wie man wahrscheinlich jetzt schon sieht, ist ein bisschen längeres Tutorial. 20 Minuten bis halbe Stunde wahrscheinlich. Darum würde ich sagen, lege ich gleich mal los. Und zwar erstelle ich mir mal hier über den Blog eine neue Variable. Und zwar, wenn ich dazu fähig wäre. Man, das ist wieder eine Public Static wie immer. Und hier jetzt einfach World Gen. Das wird jetzt noch ein bisschen rot aufleuchten, aber das ist wurscht. Einfach World Gen, denn der Name. Mal auch mal World Gen und das ist gleich New World Gen. Haha. Wichtig ist einfach, dass das hier und das hier das gleiche sind, weil das hier bezieht sich auf die gleiche Klasse wie das hier, das wir nachher erstellen werden. Hier in der Main Class müssen wir jetzt nur noch etwas machen und zwar in der Game Registry. Mache ich auch mal über den Block. Hier oben Game Registry habe ich gesagt, dort Register, was war das? Register World Generator. Der Generator ist natürlich das World Gen und What Generation Weight ist, an welcher Stelle unsere Generation Dingens darstellen soll, wenn es geladen wird. Das mache ich auch mal auf 1. Ja. Hier haben wir dann alles schon erledigt. Ja. Was? Hä? Hab ich hier oben? World Gen, okay, nee. Jetzt müssen wir World Gen mal die Klasse erstellen. Create Class. Und zwar machen wir hier in .gen. Finish. Dann dürfte sich hier mal alles öffnen und hier. Perfekt. Und hier kommt jetzt kein Extension, sondern mal ein Implement, wie schon bei dem Fuel Handler. Und zwar hier kommt Implement I World Generator. Generator. So. Hier wieder mal importieren. Und hier add unimplemented methods. Genau. Hier räume ich gerade mal ganz kurz auf. Zwar können wir das hier wegmachen. So, also auf eine Zeile, ich glaube, das ist ganz gut. Hier, da werde ich noch ein paar umändern und zwar das ändere ich einfach mal in random um. Ups. Dann das zweite müsste Chunk X. Das dritte Chunk Z. Dann das World wird zu World. iChunk Provider lasse ich mal ARC 4 und iChunk Provider die zweite lasse ich auch mal ARC 5. Ja, jetzt fängt die ganze Zauberei an. Und zwar könnten wir hier jetzt entweder ein If Statement benutzen, um das Ganze zu machen, aber wir werden hier jetzt ein Switch Statement benutzen. Und zwar machen wir das hier, also das heißt gleich wie ein If Statement, nur so, dass man mehrere Möglichkeiten ineinander schachteln kann und man nicht mit else, if und so arbeiten muss. Denn hier machen wir Switch, dann die beiden Klammern und das hier. In den Klammern kommt jetzt das, was überprüft werden soll. Und das ist hier World, beziehungsweise das, was ihr hier reingeschrieben habt. World.provider. Dort Dimension ID. Und zwar legen wir hier fest, in welche Dimension unser Erz spawnen wird. Es wird jetzt zuerst mal in der normalen Overworld spawnen und im nächsten Tutorial dann erst machen wir für den Nether und für das End. Hier unter Switch kommt jetzt wenn das World or Provider, also wenn die Dimensions ID minus 1 ist, das ist der Nether, dann hier einen Doppelpunkt. Dann passieren, also dann
wird hier folgendes Dingens ausgeführt und generate in Nether. Das könnt ihr auch irgendwie Scheiße und Klopapier nennen. Das ist wurscht. Und hier müssen einfach die Argumente World Random Random, ja. Random und genau, dann hier noch der Chunk X mal 16, weil ein Chunk ja 16 mal 16 groß ist, und darum hier auch noch Chunk Z mal 16. So, das könnt ihr eben nennen, wie ihr wollt, und hier müsst ihr einfach World, das hier ist von da oben, Random ist von da, und Chunk X, das ist das, und Chunk Z. Das heißt, hier könnt ihr auch wieder Klopapier und Pipi und so hinschreiben, ist mir egal. Ja, um dann ein Statement sozusagen zu beenden, machen wir Break und dann ein Semikolon. Und dann können wir unten ran das nächste mal machen. Und zwar kommt hier Case 0, Doppelpunkt. Generate in Overworld. Und das kann ich eigentlich rauskopieren hier, weil das ist immer das gleiche. Ich glaube, das wird jetzt okay sein, weil ja, hier kommt wieder ein Break hin natürlich, und jetzt also Case 0 ist, also minus 1 ist die Dimension ID vom Nether, 0 ist die Dimension ID von Overworld, und 1 ist die Dimension ID vom End, der ja grundsätzlich mal als Himmel geplant wurde, und darum wahrscheinlich 1. Nehme ich mal an. So, und hier einfach generate in end, und hier kann ich eigentlich wieder das hinpasten, und hier natürlich wieder ein break in, und dann haben wir auch das switch statement beendet. Ja, oder ja, müsste ich muss jetzt ganz kurz in meine Notizen schauen. Ach so, ja. Okay, und jetzt kommt hier einfach nach diesem Ding kommen jetzt die drei Dinge. Und zwar können wir da einfach create method, und zwar das dreimal bei jedem. Da mache ich mal diese arguments, also diese slash mit slash slash eingeleiteten Sachen weg. So, und jetzt werden wir jetzt das generating overworld mal benutzen. Und Z war ist das folgendermaßen aufgebaut. Hier rein müssen wir jetzt unsere Argumente reinschreiben, und zwar ist das hier ein for, also eine for-Schleife, und zwar for in der for-Schleife stellen wir den Integer i, den haben wir hier schon, und darum müssen wir hier das kurz in ich muss immer kurz in Notizen spicken. Hier mache ich kurz einfach in x und z, also für die beiden Richtungskoordinaten. Das sind ja wie gehabt x und z. So, x und z. Und jetzt müsste das hier auch gehen, und zwar setzen wir den Integer gleich mit, also Integer i gleich mit 0, ein Semikolon dahinter. Dann bei jeder Wiederholung soll das wie oft machen wir das? Ist eine gute Frage. Ich frage mich das auch gerade. Wie oft machen wir das? Weil das sind jetzt die das müssen jetzt die Größen der Adern sein, die dann generiert werden. Wir müssten eben glaube ich jedenfalls, und zwar mache ich da einfach mal 25 hin. Ich habe in meinen Notizen hier relativ blöd, weil ich habe jetzt hier das nur ausgedruckt, und das ist ein bisschen nervig. So, und dann also bei jedem Mal, sondern also bei jedem Mal, wann i kleiner als 25 ist, soll i plus plus gemacht werden, das heißt i plus 1. Dann hier in die Vorschleife kommen drei Argumente rein, und zwar Integer Chunk X ist gleich X plus, ich meine hier so X plus Random, also beziehungsweise das, was ihr hier habt, Random dot Next ID, Next Int,
Integer, genau. Das next Integer. Und in die Klammern kommt jetzt 16 rein. Und das ist so, weil ein Chunk hat 16 mal 16 Blöcke. Das heißt, das hier können wir auch kopieren. Und hier kurz darunter pasten. Und hier einfach kurz Z. Und hier Chunk Z. Jetzt fehlt natürlich noch eine Richtung. Und zwar ist es der Chunk Y. Hinter der Chunk Y. Und dieser all. Also. Hier könnt ihr auch wieder hinschreiben, was ihr wollt, weil die sind neu erstellt. Und der Chunk Y ist einfach nur random.nextInteger. Und hier kommt jetzt rein, bis zu welcher Höhe das Erd spawnen soll. Ich mache bis 128, dass wir es später auch gut finden werden. Ja, jetzt kommt hier unten noch kurz ein Argument. Und zwar ist das World Gen. Mineable. Und bei dieser Gelegenheit unterbreche ich ganz kurz die Aufnahme, weil ich muss kurz wissen, was 25 heißt. Also, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da habe ich ganz kurz nachgeschaut. Und zwar steht die 25 hier für die Raritäten. Ich glaube, 25 ist eine ganz hohe Nummer, also ist nicht sehr selten. Da könnt ihr auch ein bisschen rumspielen, ich nehme da 25 so als meinen eigenen Standardwert. Und jetzt hier World Gen Mineable kommt hier eine Klammer, und zwar kommt hier MainClass.MinecraftBlock, und zwar definieren wir hier den Block, der gespawnt werden soll. Und dann die Größe der Ader, und die mache ich jetzt einfach mal 50 für das Tutorial, damit ich es schnell finde. Warum habe ich da zwei Klammern? Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ach so, ja. Jetzt habe ich das. Hier haben wir noch ein New vorne dran. Und hier noch eine Klammer. So. Jetzt hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Also, hier nach den beiden Klammern hier kommt dort generate. Und hier kommen jetzt Argumente rein. World Random Chunk X und der Chunk Z. Hier wieder ein Semikolon, und dann müsste das gehen. World Gen Mineable müssen wir noch importieren. Und ja, ich glaube, dann haben wir das auch schon. Bin ich komplett fertig. Generate müssen wir noch. World Random Chunk Y. Müsste das sein, genau. So, jetzt in der MainClass.java müssen eigentlich auch alle Errors gefixt sein. Worldgen. Warum Worldgen? Hä? Ist irgendwie behindert? Da steht Worldgen. Da steht Worldgen. Jetzt müssen alle Fehler behoben sein. Wir starten Minecraft, und das ist doch kein so langes Tutorial, wie ich gedacht habe. Ja, habe ich irgendwie anders erwartet. Das heißt, ich gucke gleich noch ein Tutorial aufnehmen. Yay! Und zwar die Nether und End All Generation Par Day. So, Player 8590. Very show no name. Oh yeah. What do I do here? That's a good question. Spaß. Ich muss mal wieder zurück auf mein normales Ich zurückkommen. So. Ja. Minecraft hat sich gestartet. Und das laggt wahrscheinlich wieder wie Sau, weil ich aufnehme. Extra für euch. Weil ich das so gerne mache. So, New World. Das hat sehr viel gemacht. Ficken. Ich muss eine neue Welt erstellen. Und zum Creative Mode. Damit wir sehen, was der World Generator uns jetzt hier Schönes anstellt. Ja, also nochmal zum World Gen Mineable. Das sagt dem einfach, dass es nur Steinblöcke unternehmen soll, die spawned werden sollen. Und stattdessen meinen Block hinspawnen werden.
Ja, ich sehe da ganz schöne Prozentzahlen. What the fuck, braucht das lange? It needs a very long. Because it's Camtasia that is running. Ja, hahaha. Und jetzt müsste es geladen sein. Ja, es ist geladen. So, jetzt haben wir hier eine komplett neue Welt. Ja, gut. Jetzt kann ich mich hier ein bisschen runtergraben und dann werden wir auch ganz schnell sehen, dass hier schöne Köpfe sind. Hoffentlich. Ja! Da schaut uns ein netter Minecraft-Immob ins Gesicht. Woohoo! Da habe ich einen zerstört. Ich mache kurz ein Vollbild. Ja, ich würde sagen, auch das war's dann schon wieder von dem Tutorial und die Erde kann jetzt bis zu 50 Blöcke groß sein. Ja, ist ein bisschen übertrieben, ich weiß, aber ja, muss ja sein. Ich sage, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal und wartet noch kurz. Und tschüss. Tschüss.